Herr Professor Feind, wie kann man mit Hilfe von Algorithmen kollektives Kundenverhalten vorhersagen? Zunächst einmal braucht man Daten, Daten über Kundenverhalten. Nehmen wir als Beispiel eine Supermarktkette, die wissen möchte, wie viel von welchem Produkt sie wann in welcher Filiale vorrätig haben muss. Und nehmen wir auch verderbliche Ware, wie zum Beispiel Fleisch, wie es besonders kritisch ist. Im Wesentlichen aus den Verkaufsdaten der Vergangenheit kann man sehen, was sind typische Wochenprofile, welche Einflüsse haben zum Beispiel Ferien, welche Einflüsse hat das Wetter, welche Einflüsse haben Konkurrenzpreise und so weiter. Und das sind erstmal eine riesige Datenmenge insgesamt, und Algorithmen versuchen eben genau aus der Datenflut Prognosen zu machen über den Abverkauf morgen von diesem Artikel in dieser Filiale. Und das Resultat davon ist eine ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung, denn man kann aus der Vergangenheit nicht eindeutig die Zukunft vorhersagen. Die Welt verläuft zum Glück nicht deterministisch, aber aus diesen Wahrscheinlichkeitsverteilungen kann man dann optimal entscheiden, wie viel muss ich heute nachordern, um morgen eben möglichst alle Kundennachfragen zu erfüllen, aber ohne dass ich nicht verkaufte Ware wegschmeißen muss. Wie weit sind wir heute noch vom gläsernen Kunden entfernt? Vom gläsernen Kunden sind wir meines Erachtens noch sehr weit entfernt, und vom individuellen gläsernen Kunden möchte ich auch persönlich, dass wir noch lange recht weit davon entfernt sind. Man muss immer Chancen und Risiken abschätzen. Natürlich am Kunden das anzubieten, was ihn wirklich interessiert, und auch zu Preisen, die für ihn relevant sind, das ist sicher ein Mehrwert, den jeder gerne nimmt. Allerdings möchte keiner, auch ich nicht, sagen wir, völlig ausgehorcht werden und alle geheimsten Wünsche oder sonst was publik gemacht haben. Ich glaube, da findet man zumindest in Deutschland doch einen guten Kompromiss, der für alle Beteiligten gut ist. Das finde ich überhaupt wichtig zu sagen. Auch ein Handelsunternehmen hat ja nur etwas davon, er darf seine Kunden nicht vergraulen. Nicht? Er muss alles, was wir machen, sollte zwar die Effizienz verbessern, aber das soll den Kunden nicht vergraulen. Zu viel Gläsern oder zu viel Aushorchen ist sicher etwas, was der Kunde nicht mag, und das werden die Handelsunternehmen auch nicht machen wollen. Also wie verändert Big Data die Arbeitswelt? Also insgesamt ist Predictive Analytics auf Big Data führt zu immer mehr bessere Informationen, Optimierung, sogar besseren Entscheidungen von Standardprozessen. Sodass sich die Arbeitswelt dadurch durchaus verändert. Sogenannte White-Collar-Work wird langfristig wegfallen, davon bin ich überzeugt. Was wir mehr und mehr brauchen, ist qualifiziertere Arbeit. Ich denke, wir sollten hier, also Ausbildung in Mathematik, Statistik und IT ist enorm wichtig. Das sind Themen, die in Europa nicht immer mit höchster Priorität gefördert werden. Da liegt aber in der Digitalisierung absolut die Macht der Zukunft. Das halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Einige Jobs werden sich ändern und sicher auch wegfallen. Es wird eine Tendenz geben zu qualifizierteren Jobs. Davon bin ich überzeugt. Unternehmerpositionen Nord. Eine Initiative der HSH Nordbank.